Alter, was geht ab, Leute, hier? Auf dem Weg zum Penny. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie ist das mit dem Penny echt ausgeartet. Voll der Insider geworden. Obwohl das halt einfach nur ein Ort ist, der hier in meiner Arbeit die beste Möglichkeit ist, um mir was zu essen zu liefern. Aber auf jeden Fall wollte ich heute über, nachdem die Oma uns nicht mehr anstarrt, wollte ich heute ein Recap machen über Safari-Zone Dortmund, drüber reden, wie es so war, Fazit, paar Kritikpunkte natürlich, das mit der Entschädigung, Kurasson für alle. Wobei ich weiß gerade nicht mal, ob Kurasson jetzt gerade noch da ist. Könnte auch schon wieder weg sein, nur 2 Tage da. Und ja, Galaxo ist heute auch noch am Start. 7 Tage Feldforschungsdurchbruch, die neue Belohnung. Den holen wir uns auch noch und dann reden wir über Dortmund. Aber zuerst hier rein. So, fertig gegessen. Ich hoffe, ich bin nicht ganz verdreckt. Holen wir uns erstmal Galaxo ab. Ich habe auch vergessen, was 100% Galaxo ist. Oh, 20 Pokémon. Kann ich gut gebrauchen. Jetzt, wo ich den gerade wieder auf Dauerbetrieb habe. Das ist ja dreifach EP. Da lohnt sich das schon. Aber auf zum Galaxo. Mit Body Slam. 14,9 ist, glaube ich, nicht so top. Und mein Kupplus verbindet sich nicht, aber okay. 14,9. Ich glaube nicht. Es war, glaube ich, irgendwas im 30er Bereich. Aber wir werden es gleich sehen. So. Natürlich bleibt er nicht dran. Ah. Da macht der kleine Faxen. So. Schreibt unten in die Kommentare natürlich, wie euer Galaxo so war. Habt ihr schon einen abgeholt und wie gut war er natürlich? Allgemein, eure Meinung zu Galaxo. Ich meine, nach den legendären Vögeln ist es natürlich schon eine kleine Enttäuschung. Schon ein krasser, wie nennt man das? Umschwung nach unten. Really strong, ja, der ist schlecht. Der ist super, super schlecht. Auch wenn er Body Slam hat. Ich kann ihn vertauschen. Also ich wollte ihn noch behalten, aber wir können ihn vertauschen. Vielleicht wird er dadurch besser. Ja. Ansonsten, ich überlege, ob wir Szenenwechsel machen und dann drüben über Safari-Zone reden, aber ich glaube nicht. Hier ist eigentlich ziemlich gechillt. Nicht so viele Leute. Abgesehen von diesem Kerl jetzt, der da kommt. So, Safari-Zone Dortmund. Fazit, war ein tolles Event. Manche lachen jetzt wegen den ganzen Problemen, aber an sich war es ein tolles Event. Ich hatte meinen Spaß, ich hatte sogar sehr viel Spaß. Coole Bilder gemacht, coole Videos, coole Leute getroffen natürlich, euch alle, ganze Leute. Da waren echt ein paar coole Begegnungen dabei und hat mir auf jeden Fall persönlich sehr viel Spaß gemacht. Da gibt es natürlich die Kritikpunkte mit dem Netz, aber ich habe das davor vorhergesagt. Oberhausen, das Netz war tot. Und das war jetzt Oberhausen mal 10. Dementsprechend kann das Netz nur tot sein. Also das konnte man vorhersehen. Eine Sache ist halt, keine Ahnung wieso, aber alle wollten in den Park. Bei den Safari-Zonen davor, da war es ja so, dass die Maps aktiv waren und beinahe keiner in die Mall wollte, ins Einkaufszentrum, weil jeder auf der 100er Jagd perchen war und scannen und da die 100er gejagt hat außerhalb, in der Stadt halt. Deswegen gab es da wahrscheinlich nicht so viele große Probleme. Aber dadurch, dass momentan die Maps tot sind, gab es halt nichts anderes zu tun. Man konnte nicht perchen und scannen in der Stadt, deswegen musste man zum Park. Also das war wahrscheinlich auch ein großer Punkt, weil ohne wären die meisten einfach scannen gegangen. Dann hätten die eh auf den Park geschissen. Aber so wollte halt jeder unbedingt am Anfang rein. Ich habe übrigens hier noch die Bilder gefunden zum Anfang, wo sich alle angestellt haben. Ein paar Szenen zeige ich euch hier. War echt heftig. Alter, das war echt. Das muss man mal miterlebt haben, das war echt unbeschreiblich, wie viele Leute da waren und wie lang die Schlange war. Vor allem, das waren mehrere Eingänge, wo es überall so aussah. Also schon heftig. Aber wie gesagt, also das mit dem Netz, das konnte man vorher ahnen. Also an sich, ich will jetzt Niantic nicht verteidigen, aber an sich ist das nicht Niantic Schuld, sondern die Schuld der Leute. Man hätte auch chillen können, später kommen können, erstmal die Stadt abchecken, weil Niantic hat nicht umsonst
die Spawns überall verteilt, in der ganzen Stadt und die Module und die Pokestops. Also man hätte echt chillen können. Keiner hat einen gezwungen, direkt um 7 Uhr dahin. Also es gibt ja viele Leute, die beschweren sich, ja, voll lange Anfahrt. Also Anfahrt natürlich lang, für mich auch und leidend. Aber dann gibt es Leute, die beschweren sich, ja, standen schon seit 6 Uhr, 5 Uhr in der Schlange. Digga, keiner hat dich gezwungen, so lange in der Schlange zu stehen. Weil genau genommen im Park gab es nichts anderes als draußen, außer halt diese Nicht-Innenspiel-Aktivitäten, wie zum Beispiel die Bühnen, die Tribünen, die YouTuber, die Geschenke und sowas. All das konnte man eh abholen, auch ohne, dass man sich ins Spiel anmeldet. Also im Park gab es nur Sachen, die unabhängig vom Spiel sind. Und natürlich die Eier, aber darüber wollen wir auch noch reden. Die Eier, in den Eiern gab es eh nichts Besonderes. In den besonderen 2 Kilometer Eiern gibt es eh nie was Besonderes. Das sind einfach nur 10 Kilometer Eier in Zweier reingepackt. Das war schon immer so. Und ich verstehe nicht, wieso die Leute jetzt auf einmal sich darüber aufregen. Safari zu Dortmund, besondere 2 Kilometer Eier, aber da war nur Müll drin. Es ist immer nur Müll drin. Es war schon immer so und wird immer so sein. Was erwartet ihr? Dass in jedem 2er Ei ein 100er, was weiß ich, drin ist oder was? Shiny auch noch. Also war klar, dass solche Sachen aus den 2ern kommen. Zum Park an sich. Wenn ihr mein Video gesehen habt, der war echt cool, da waren echt coole Sachen. Essen und Trinken war halt teuer, aber so ist es halt bei Festen und sowas. Das mit dem Trinken haben sie echt dumm geregelt. Man durfte eine 0,33 Liter Flasche mit reinnehmen. Alles andere musste man vorne beim Eingang abgeben. Es war schon schwer genug 0,33 zu finden, aber die konnte man dann innen auffüllen. Was halt nicht viel bringt, weil es gab nicht so viele Wasserständer und dann konnte man die halt immer nur für 0,33 auffüllen. Das ist 2 Schluck und weg. Aber verständlich, die wollen halt ihre Sachen verkaufen. Also diesbezüglich kann man die nicht anmeckern, anmaulen. Wo man sie aber anmeckern kann, und zwar das, was dort geboten wurde. Mir haben ein paar Sachen gefehlt. Es gab halt Corazon, es gab die Shinies, aber das habe ich auch schon davor gesagt. Man kann nicht 2 Tage durch einfach nur Shinies fangen und Corazon fangen. Irgendwann hat man einfach genug Corazon und genug Shinies. Manche haben so 30, 40, 60 Shinies. Aber was willst du damit? Also mir hat so die Aktivität gefehlt. Zum Beispiel besondere Quests, das wäre geil gewesen. Es gab halt Quests, die waren so unnötig. Irgendwas mit Raid-Kämpfen oder Arena-Kämpfen. Und im Park gab es gar keine Arena. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, aber ja, so besondere Quests wie beim C-Day, fange 3 Corazon, fange 5 Corazon, fange 10 Corazon oder sowas und dann gibt's, keine Ahnung, ein Sonderbonbon oder irgendwie sowas. Das wäre geil gewesen, da hat man wenigstens was zu tun. Zweiter Punkt, keine Arenen im Park, ist aber auch böse langweilig. Hätten die echt spezielle Raids reingepackt, ich weiß, das System hält es nicht aus, viel zu viele Leute und so, aber sowas muss sein. Besondere Raids, besondere Raid-Bosse, die jetzt nur während der 2 Tage da sind in Dortmund, sowas hätte ich richtig hart gefeiert. Direkt Video dazu gemacht, also das ausprobiert und dann mit den ganzen Leuten geradet. Sowas muss sein, Niantic. Bring ein paar besondere 3er-Raid-Bosse, ein paar besondere 2er, ein paar besondere 4er und sowas, die sonst nirgendwo da sind, einmalig. Oder ein paar 5er zurück. Man muss es auch nicht übertreiben, dass ständig da irgendwie Raids sind, aber ein paar Raids wären schon nicht schlecht gewesen, einfach irgendwas zu tun. Anstatt halt einfach nur 2 Tage lang Corazon zu fangen, ich habe keine Ahnung, wie viele Bonbons. Einfach unnötig. Irgendwas zu tun halt. Das war das zum Park und zum Event. Dann gibt es natürlich noch die Sache mit der Entschädigung. Richtiger Fail von Niantic. An sich. Ich meine, ich habe gesagt, Entschädigung für alle juckt mich nicht. Sollen sie halt auch die nicht betroffen sind, entschädigen mit einem kleinen Event. Aber dass alle anderen jetzt Corazon bekommen haben, das ist schon ziemlich dämlich von Niantic. Ich weiß, also ich hatte eh meinen Spaß und ich bin ja beruflich dahin gegangen für Videos, um mit den Fans da ein bisschen zu connecten. Aber ich kenne jetzt viele, die haben sehr viel Zeit geopfert, sehr viel Geld geopfert, sind dahin gegangen, haben gelitten und dann kriegt irgendein Hans Wurst, der zu Hause war und nicht gelitten hat und nicht die Hotelkosten gezahlt hat und nicht die Fahrt gezahlt hat, ein Corazon geschenkt. Ich kann den Ärger der Leute verstehen,
Aber wie gesagt, ich hatte meinen Spaß, ich hatte trotzdem alles gemacht. Und meine Meinung ist halt immer, es geht ums Erlebnis, nicht um das, was man am Ende fängt. Deswegen auch die Map und die Scanner und die Purchase. An sich ist es egal, was wir jagen. Das sage ich immer wieder. Es geht nur um die Fahrt dahin, die Jagd dahin. Wie geil das alles ist. Und ja, die anderen haben vielleicht einen Corazon jetzt, die zu Hause geblieben sind. Haben nicht gelitten, das ist ein Punkt. Aber sie haben auch nicht diese geile Erfahrung gemacht. Klar, wir standen alle unnötig in der Schlange. Aber dadurch habe ich die paar Jungs kennengelernt, die mich vorne an die Schlange geholt haben. Oder die anderen Jungs in Grün, die mich dann aus der Schlange geholt haben, um ein bisschen zu quatschen. Und die Familie dahinter, die Frau, die Mutter mit ihren Kindern, die Fotos machen wollten. Also solche Erinnerungen, solche Momente sind halt nicht unnötig gewesen. Das ist so meine Meinung dazu. Jetzt hat zwar jeder Corazon, aber alle, die in Dortmund waren, haben Corazon mit Erinnerungen. Das ist natürlich auch was, hoffe ich. Aber das war es so von mir. Oder? Habe ich noch irgendwas anzusprechen? So, mir ist noch ein Punkt eingefallen, den ich erwähnen will. Ich habe gesagt, mit den Internetproblemen, Netzproblemen hätte man rechnen sollen. Eigentlich kann Niantic da nichts dafür, wenn da so viele Leute kommen. Aber womit man nicht hätte rechnen können und wofür Niantic auf jeden Fall schuld ist, dass sie einfach so Spieler bannen, die konnten echt 5-6 Stunden nicht rein ins Spiel, weil die Rauch anhatten. Und gab es für die eine Entschädigung? Im Grunde genommen gab es eine, aber die war richtig schlecht. Die war eigentlich sogar ziemlich lustig, richtig ironisch. Und zwar kenne ich eine, die hat Niantic angeschrieben danach, hatte das Problem, hatte Rauch an, konnte mehrere Stunden nicht spielen, sich nicht einloggen, nicht spielen. Und dann hat sie jetzt danach Niantic angeschrieben und Niantic hat ihr als Entschädigung dreimal Rauch angeboten. Ich finde es richtig genial von Niantic, so richtig in your face, diese Ironie dafür, dass sie wegen Rauch gebannt wurde, dann kriegt sie dreimal Rauch zurück. Also das hätte auf gar keinen Fall passieren dürfen. Egal wie groß die Netzprobleme sind und die Stars und was es alles für Fehler gibt. Aber sowas, also sowas darf echt nicht vorkommen, Niantic. Das geht mal gar nicht. Und ja, als Entschädigung dafür haben dann alle auf der Welt Corazon bekommen. Das ist doch keine Entschädigung, Niantic. Andere YouTuber, Julian war da. Spieletrend war da, beide nicht getroffen. Ich war so beschäftigt, die anderen waren auch so beschäftigt, vor allem Spieletrend. Und es war eh schon schwer genug, mit der Internetverbindung und so seine Freunde zu finden. Also, wir hätten uns treffen können, wenn ich es unbedingt gewollt hätte, aber wir hätten halt ein Foto gemacht, kurz einen Auftritt im Video gehabt und das war's. Also, das hätte sich eigentlich nicht so gelohnt. Aber Spieletrend danach hat mir eine nette Nachricht geschrieben: Glückwunsch zu 18.000 Abos und schade, dass wir uns nicht getroffen haben und so. Er hatte halt echt eine Menge zu tun. Schaut dann an Spieletrend. Und Julian hat auch eine Nachricht geschrieben, wie sehr er gelitten hat. Also, ja, das war bezüglich YouTuber. Chaos Lady getroffen und Tenmaru von Pokelux. Die amerikanischen habe ich so gar nicht gesehen. Ja, checkt einfach die zwei Videos ab. Tag 1 und Tag 2, da seht ihr das meiste, was ich gemacht habe. Bisschen gefangen, bisschen gefarmt, bisschen EP gemacht. Mit euch abgehangen, viele Fotos gemacht. Aber im Großen und Ganzen, ich fand das Event top. Entschädigung von Niantic. Großer Fail, aber ist halt Niantic. Was soll man sagen? Was soll man machen? Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Ich habe da neue Preise, neuer Shop. Lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.